die subjektive Einschätzung des Schlafs weicht häufig völlig oder oftmals von der objektiven Qualität ab, in beide Richtungen. Während die mit den Atemaussetzern häufig sagen, ich kann doch gut schlafen, ich schlafe doch überall, der kriegt überhaupt keine Luft. Dann sage ich herzlich willkommen zu einem ergänzenden Beitrag zu unserem Kongress für menschliche Medizin. Wir haben also noch ein Thema abzuhandeln, nämlich Schlaf und Herz, und haben dafür natürlich wieder auch einen hervorragenden Experten, der sich jetzt gleich bei Ihnen vorstellen wird. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Professor Spitz. Mein Name ist Michael Feld. Ich bin Allgemeinarzt und Schlafmediziner, seit 2009 privatärztlich niedergelassen in Köln oder in der Nähe von Köln. Wir machen 70% Schlafmedizin und kümmern uns um alles rund um Schlaf. Und gerade das Thema Schlaf und Herz ist etwas, was jetzt in der Zukunft doch eine große Bedeutsamkeit erreichen wird. Ich bin nebenbei etwas medizinpublizistisch tätig und freue mich sehr, heute für Sie diesen Vortrag halten zu dürfen. Ja, super. Dann würde ich sagen, erst einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie uns Ihr Wissen teilen. Denn Liebe und Wissen vermehren sich, wenn man sie teilt, im Gegensatz zu anderen Dingen. Und dann würde ich Sie bitten, springen Sie hinein in Ihre Präsentation und dahinter können wir noch ein paar Töne wechseln. Gut. So, dann wollen wir mal loslegen. Ich hoffe, Sie sehen was. Ja, sehr schön. Also, Hauptthema ist Schlaf und Herz. Ich werde jetzt einen kleinen Rundumschlag durch die Schlafmedizin machen und dann auch einen Schwerpunkt mit dem Thema Herz legen. Das Phänomen ist eigentlich, dass Schlaf und Schlafmedizin erst seit roundabout 10 Jahren richtig in der Öffentlichkeit präsent ist, obwohl die Lebewesen evolutionär ja seit tausenden Jahren schlafen. Und irgendwie war das Thema, obwohl es ja doch ein Drittel des Lebens ausmacht, lange gar nicht so richtig auf dem Radar. Das ist so die Nachtseite des Lebens, da ist es dunkel. Aber seit einigen Jahren kommt das, und das kann man eben in der Öffentlichkeit sehen, dass also in den großen Magazinen doch vermehrt diesem Thema Aufmerksamkeit gewidmet wird. Ein großer Teil des Drives kommt auch aus den USA. Sie sehen rechts unten dieses Buch, das ist Arianna Huffington, die Gründerin der HuffPost. Und das ist so eine amerikanische Online-Zeitung, gibt es auch auf Deutsch. Und das ist eine bekannte Workaholica, so eine typische amerikanische Leistungsträgerin. Und irgendwann ist die Dame mal übermüdet mit dem Kopf auf die Tischplatte geknallt und hat sich das Jochbein gebrochen. Und von dem Tag an ist sie die Nestorin, die jetzt immer eine Stunde mehr Schlaf propagiert, um sozusagen ausgeruht und fit zu sein. Das Interessante ist, dass die Amerikaner von ihrer protestantischen Arbeitsethik her sich eigentlich gar nicht so sehr für die Nacht an sich interessieren. Aber der Amerikaner ist sehr pragmatisch und er weiß, aha, wenn ich zu wenig schlafe oder qualitativ schlecht, dann geht das auf meine Leistungsfähigkeit. Und es gibt 2 Organsysteme oder 3, die insbesondere dann betroffen sind. Das ist das Gehirn, das Herz und das Immunsystem. Und da zeige ich gleich noch interessante Bilder zu. Sie alle wissen, dass inzwischen auch immer mehr Wearables, Tracker, Apple Watch und so weiter alle auch Schlaf messen. Und wir können das in der Praxis beobachten, dass früher vor einigen Jahren waren das eher so die jüngeren Semester, die uns ihre Daten, guck mal hier, wie viel ich geschlafen habe. Inzwischen muss man sagen, sind es auch Ältere, die fast alle zeigen mir sozusagen, schau mal her. Jetzt muss man sagen, im Moment ist es noch so, dass die Qualität dieser Messapparaturen noch nicht so gut ist. Was die ganz gut können, ist Gesamtschlafenszeit messen. Also habe ich jetzt 4 Stunden geschlafen oder 7? Das können die ganz gut. Was sie im Moment noch nicht können, ist unterscheiden Tiefschlaf, Traumschlaf, Leichtschlaf. Da brauchen wir noch 20 Kabel für. Sehr aufwendig. Aber das wird kommen. Es wird kommen, dass diese Handgelenks- oder Fingergeräte immer besser werden. Also können auch schon Sauerstoffsättigung messen. Und was zusätzlich kommt, ist, dass es irgendwelche Gadgets gibt. Sie sehen da unten so ein Stirnband, das produziert dann irgendwelche Soundwaves, die dann den Tiefschlaf. Also da kommt einiges auf uns zu, dass der Schlaf sozusagen auch als eine, kommerzielle mehr wird und dass man ihn transparenter macht. Und das hat immer Vor- und Nachteile, aber auf jeden Fall wird Schlaf in Zukunft doch eine größere Rolle noch spielen. Nun, die Bilder sind schon etwas älter, das sind ja eher Ex-Politiker, die Sie jetzt sehen, aber es gibt Studien, die zeigen, dass oder gerade Tagesmüdigkeit, Erschöpfung am Tag ist eins der Leitsymptome von Schlafstörungen.
Viele Leute beklagen sich gar nicht so sehr darüber, dass sie jetzt zu wenig schlafen, aber darüber, dass sie immer so im Eimer sind. Und das haben wir natürlich jetzt ganz modern, auch mit Long-Post-Covid, CFS, dass diese Erschöpfungssyndrome immer mehr werden. Und da ist der Schlaf schon eine heiße Kiste, nach der man schauen sollte. Denn das passiert ja häufig in der Hausarztpraxis noch gar nicht. Jeder Hausarzt guckt nach dem Blutdruck, nach dem Cholesterin, nach dem Zucker. Aber der Schlaf, die Hauptakkuaufladephase, die uns entmüdet, da wird nicht nachgeguckt. Ja, und das ist eigentlich ein ganz spannendes Feld, wo auch, sagen wir mal, der Hausarzt oder der Heilpraktiker oder Psychologe durchaus auch, da zeige ich gleich auch mal, welche Möglichkeiten es gibt, was man so ein Screening mal macht. Wir wissen zum Beispiel, dass Spitzenpolitiker und Spitzenmanager häufig nur mit 4 bis 6 Stunden Schlaf auskommen. Das ist quasi eine genetische Auslese, weil sie halten das sonst gar nicht durch über Jahrzehnte. Ja, wir wissen, dass die Kanzlerin zum Beispiel, die kam immer mit 5,5 Stunden aus, sodass, ich sag mal, die meisten Leute brauchen 7 bis 8 Stunden Schlaf. Da können sie so ein Amt oft gar nicht ausfüllen. Das heißt, wir haben hier schon eine negative Selektion, dass dann der Leistungsträger sagt, ja, was willst du denn mit Schlaf? Guck mal, geht ja auch ohne. Hier können wir mal sehen, wie der Schlafbedarf im Laufe des Lebens ist. Sie können auf der linken Seite sehen, ein Neugeborenes braucht noch 16 von 24 Stunden, also 2/3 des Lebens verpennt das Neugeborene und viel davon entfällt auf den Traum- oder REM-Schlaf. Und dann kann man sehen, dass wir im Laufe des Lebens die Gesamtschlafensbedürfnis abnimmt, sodass wir im höheren Lebensalter weniger brauchen und insbesondere der Traumschlaf nimmt prozentual ab. Das hat was damit zu tun, dass in diesem REM- oder Traumschlaf, da passiert ganz viel, aber eins ist, dass neue Sachen werden hauptsächlich in diesen Traum- und REM-Schlafphasen verkabelt, kann man sagen. Ja? Jetzt muss man sich vorstellen, so ein Baby, das kann ja noch nichts, das kennt die Fernbedienung noch nicht, das kann noch kein Leberwurstbrot schmieren, für das ist alles neu. Und alles, was neu ist, wird im Schlaf verkabelt. Und je älter ich werde, desto weniger Neues passiert, deswegen brauche ich halt nicht mehr so viel Schlaf. Was wir aber heute wissen, ist, dass ältere Menschen, wenn der Nachtschlaf etwas gestörter ist und weniger wird, dafür am Tag häufig nochmal ein Nickerchen halten, sodass man da auch nochmal kompensieren kann. Ja? Es kann auch sein, das ist evolutionär sehr interessant, dass es sein kann, dass man im höheren Lebensalter deshalb auch häufiger wach wird, weil es früher, als wir noch in der Gruppe um das Feuer lagen, waren es häufig die Älteren, die nach den Kindern geguckt haben. Die Jungen sind auf die Jagd und irgendwo, wenn was war. Deswegen, es gibt also Theorien, die besagen, dass es sein kann, dass es gar nicht unbedingt krankhaft ist, sondern dass das einen evolutionären Gruppenvorteil hatte, dass die Älteren nachts häufiger mal wach wurden, weil die waren zu schwach für die, die konnten aber dann nach den Kindern gucken. Ja? Okay. Und wir sehen gleich auch nochmal, wenn es um eine Durchschlafstörung geht, dass also 50% des Leidensdrucks entsteht ja gar nicht dadurch, dass man jetzt wach ist, sondern dass man alleine ist. Ja? Und der andere schnarcht neben einem. Ja? Hier können Sie mal sehen, wie Schlaf abläuft, nachdem wir die Augen geschlossen haben. Auf der linken Seite würden wir einschlafen, da wo die rote Linie beginnt. Und dann rullern wir relativ schnell in eine erste sogenannte Tiefschlafphase. Und dann wird der Schlaf danach etwas flacher. Und dann kommt irgendwann so nach roundabout 70 bis 80, 90 Minuten die erste Traumschlafphase. Und wir surfen sozusagen in verschiedenen Wellen durch die Nacht, die immer ungefähr so 90 Minuten dauern, wo sich immer Tiefschlaf mit Leichtschlaf, mit Traumschlaf abwechseln. Und ganz grob kann man sagen, dass wir in der ersten Nachthälfte eher Tiefschlaf haben, vermehrt, in der zweiten Nachthälfte eher Leicht- und Traumschlaf. Und in diesen Tiefschlafphasen der ersten Nachthälfte ist das Gehirn sehr stark offline, sehr stark abgeschottet gegenüber der Außenwelt. Da muss sehr viel Krach draußen passieren, dass man wach wird. Der Partner muss einen arg stupsen. Und wenn ich dann wach werde, bin ich oft sehr schlaftrunken. Das hat damit zu tun, da zeige ich gleich Bilder, dass im Tiefschlaf das Großhirn sehr stark runterreguliert ist, damit eher der körperliche Teil unseres Organismus sich erholen kann. In diesem Tiefschlaf, da ist eher so Knochenaufbau, Hautaufbau, Immunsystem, während in der zweiten Nachthälfte, wenn die Hirndurchblutung wieder hochfährt, da eher das Nervensystem und die Psyche reguliert. Und Ein- und Durchschlafstörungen entstehen dann meistens eben auch, oder zumindest Durchschlafstörungen, eher ab der zweiten Nachthälfte, weil der Schlaf physiologisch schon flacher wird und das Wachwerden dann wahrscheinlicher. Hier können Sie mal sehen, welche Hormonsysteme zu bestimmten Nachtzeiten aktiv sind. Hier unten steht jetzt die Startzeit 23 Uhr, ist aber auch so, wenn ich um 1 ins Bett gehe, verschiebt sich das Ganze halt nach rechts. Und in dieser ersten Nachthälfte, da wo eben der Tiefschlaf hauptsächlich ist, haben wir
insbesondere Regeneration des Immunsystems, Wachstumshormonausschüttung. Und das sind ganz spannende Studien, die man zum Beispiel macht, um rauszukriegen, in welcher Schlafphase wird denn welches System aktiviert. Und beim Immunsystem hat man zum Beispiel Folgendes gemacht. Man hat zwei Gruppen genommen, hat die beide Hepatitis A geimpft. Und die eine Gruppe hat man durchschlafen lassen, die andere hat man dann in bestimmten Schlafphasen immer gestört. Und dann hat man gesehen, wenn man die in der ersten Nachthälfte ärgert, dann ist die Immunantwort viel schlechter. Wenn man die in der zweiten ärgert, war das gleich. Und durch solche Studientricks kriegt man zum Beispiel raus, welches Hormon oder Organsystem ist in bestimmten Nachtphasen am aktivsten. Das Melatonin, unser Dunkelheitshormon, ist in der Nachtmitte am aktivsten. Da zeige ich gleich auch noch was zu. Und spannend ist Cortisol, unser Stresshormon. Das ist in der Nachtmitte relativ niedrig und steigt dann gegen Morgen automatisch an, damit wir, wenn wir 7 Stunden nichts gegessen haben und aufstehen müssen, Blutzucker im Kopf haben. Denn Cortisol liefert Blutzucker. Cortisol ist aber auch ein Stimmungsaufheller. Es ist sowieso schon blöd und schwierig, morgens mit dem Wecker aufzustehen, aber dann habe ich wenigstens eine Grundmotivation. Und jetzt, wenn man umgekehrt sich überlegt, angenommen, ich werde jetzt zwischen 2 und 3 Uhr wach, dann fehlt mir auch Stimmungsaufheller-Hormon im Kopf. Und das ist ein Grund mit, nehmen wir an, warum Schlafstörungen für den Einzelnen so belastend sind psychisch. Erstens ist es dunkel, ich bin alleine und meine Stimmungshormone sind sollwertverstellt nachts. Ja, man sagt ja, nachts sind alle Katzen grau und wir empfehlen den Leuten auch immer, schreib dir doch mal nachts deine Sorgen auf den Zettel und guckst dir morgen um 11 nochmal an, dann tut das meistens nicht mehr so weh. Ja, ja, nachts ist der ganze Körper ja auch viel sensibler. Und so, ja? Und das sind alles so spannende Dinge, wo sich die Schlafmedizin sozusagen mit beschäftigt. Hier nochmal so ein etwas profaneres Bild, in der ersten Nachthälfte halt hauptsächlich Körperregeneration. Und das hier sind spannende Bilder aus einem Positronen-Emissionstomographen, ein PET, das ist eine Röhre wie ein CT, nur dass hier kein Röntgenstrahl gemessen wird, sondern Blutzucker, Stoffwechselverbrauch. Und da, wo man es rot leuchten sieht, hat das Gehirn einen hohen Blutzuckerverbrauch. Sie sehen im Wachzustand, sehen Sie viel rot. Dann können Sie im Tiefschlaf sehen, sehen Sie ganz wenig rot. Also da ist das Großhirn gerade so ein bisschen eben runterreguliert. Und dann in dem Traumschlaf, da wo wir träumen, wo verkabelt wird, da ist eben eine sehr starke Aktivität. Und spannend ist, dass wir inzwischen wissen, dass ungefähr 50% dieser Traumschlafzeit dafür drauf geht, Dinge abzubauen im Gehirn. Also 50% gehen dafür drauf, Neues aufzubauen, neue Synapsen. Aber die andere Hälfte ist Abbau von, was ich nicht brauche. Wenn der Professor Spitz heute Nacht schläft, dann kann es sein, dass er die Hälfte von dem, was ich heute erzähle, das findet er gut, das behält er. Und die andere Hälfte, da sagt sein Gehirn, pass mal auf, den Müll vom Feld brauche ich nicht. Das baut man direkt wieder ab, damit wir nicht zu viel Speicherplatz verbrauchen. Super. Ja. Da ist die Natur extrem effizient. So, dann hat man sich immer zum Beispiel gefragt, was macht uns denn eigentlich müde? Gibt es da überhaupt was? Und ein Stoff, den wissen wir heute, das ist ATP. Das ist quasi ja unser körpereigenes Zellbenzin, kann man sagen. Und das baut sich im Laufe des Tages ab und aus diesem ATP, das A, Adenosin, das steigt dann an und das ist ein Müdemacher. Da gibt es schöne Studien, wo man gesehen hat, dass also je länger ich wach bin, desto mehr Adenosin staut sich an. Und nachts wird das dann wieder in ATP zurück, dann werden quasi die Benzinbatterien wieder aufgeladen. Ja. Und der Gegenspieler von Adenosin ist Kaffee. Und wir alle wissen, kurzzeitig hilft das ja, wenn ich die Müdigkeit mit Kaffee versuche zu vertreiben, irgendwann kommt es nur umso heftiger zu mir zurück. Ja. Warum wir letztlich schlafen müssen, ist endgradig immer noch gar nicht klar. Ich meine, man muss sich mal überlegen, dass der liebe Gott uns eine so gefährliche und lange Phase bis heute erhalten hat, die ja bis vor ein paar hundert Jahren extrem bedrohlich war. Der Fressfeind konnte kommen, der Tiger, das Feuer konnte umschlagen. Das heißt, die Sicherheit, die wir heute haben, dass wir in einem Betonhaus schlafen, das ist, die war ja nicht da und trotzdem ist es evolutionär tradiert, also muss es einen Sinn haben. Und wir wissen, dass eben für dieses Lernen es wichtig ist, fürs Immunsystem und dass gerade die Reparatur geschädigter Zellen im Herzen, im Hirn, man muss sich mal vorstellen, das Hirn hat einen so hohen Stoffwechselverbrauch, da muss nachts einer mit der Müllabfuhr da durch und muss die Stoffwechselendprodukte rausbringen. Und da gibt es inzwischen sehr spannende Erkenntnisse, dass nachts eine richtige Hirnmüllabfuhr arbeitet, um das verbrauchte Zellwasser abzupumpen. Das sind die Gliazellen. Da dachte man früher, das ist nur Stützgewebe. Und wir wissen, dass heute insbesondere im Tiefschlaf so eine richtige Pumpe arbeitet,
die das verbrauchte Zellwasser abpumpt. Na, gibt es jetzt sehr spannende Forschungen zur Frage, kann ich denn dann über jahrzehntelange Schlafstörungen zum Beispiel Demenzen bekommen? Ja, also wir wissen, dass Leute mit schweren, nicht paar Monate, das musste ich schon über Jahre, aber wenn ich jahrzehntelang, dann wissen wir, dass vermehrt solche Müllstoffe abgelagert werden können. Das ist auch alles am Anfang. Ne? Aber das sind eigentlich ganz spannend. Wir brauchen diesen Schlaf. Hier mal so ein paar typische Fakten. Die meisten Leute brauchen so eine Viertelstunde oder halbe bis zum Einschlafen. Das ist aber gar nicht schlimm, auch wenn ich eine Stunde brauche. Wenn ich keinen Leidensdruck habe, danach gut schlafe und am nächsten Tag fit bin, kann das ruhig ein bisschen dauern. Die meisten Leute, 80% weltweit, brauchen so 7 bis 8 Stunden. Wir haben verschiedene Zyklen und wir alle werden jede Nacht mehrfach ganz kurz wach. Das ist aber so kurz, dass wir uns häufig nicht erinnern können. Erinnern kann man sich erst, wenn man so 2-3 Minuten am Stück wach war. Alles davor haben wir eine Amnesie. Und vielleicht man nimmt auch an, dass auch das aus der Evolution, wahrscheinlich war es ein Überlebensvorteil, wenn man ab und zu mal nach dem Rechten gucken konnte. Ja, sonst hat man durchgeschlafen, ist aber als erster gefressen worden. Ja. Und wir träumen alle mehrfach pro Nacht, aber meistens kann man sich nicht erinnern, denn ich kann mich erst an einen Traum erinnern, wenn ich danach wach bin. Das ist ein Problem der Traumforschung. Wir wissen vom Traum an sich nichts. Wir wissen immer nur was, wenn der Träumer uns nachher darüber was erzählt. Wir können noch nicht mit dem Chip reingucken. Wir drehen uns alle mehrfach pro Nacht, damit wir uns nicht wund liegen. Also wenn Sie so einen typischen Rheinländer hören, ich bin Rückenschläfer, das stimmt häufig nicht, sondern wir haben schon, der liebe Gott dreht uns ab und zu, damit wir uns nicht wund liegen. Und wir verlieren auch einen halben Liter Flüssigkeit. Ja? Und jetzt kommen wir zu den häufigsten Schlafstörungen. Da gibt es 2 große Gruppen. Das eine sind die schlafbezogenen Atmungsstörungen, die wirklich riesiges Thema sind. Das fängt mit harmlosem Schnarchen an, geht dann aber relativ schnell über in krankhaftes Schnarchen, sehr laut, mit Weckreaktion, bis hin zur Schlafapnoe mit den Atemaussetzern, die dann unheimlich aufs Herz gehen. Da zeige ich gleich Bilder. Und die zweite große Gruppe aus dem Schlaf, das sind die Ein- und Durchschlafstörungen, dass ich einfach zu wenig Stunden habe, immer wach werde, was wir jetzt natürlich auch durch die ganzen Krisen, der Druck auf die Menschen nimmt zu, die Angst, die schlechte Laune, und das macht den Schlaf alles nicht unbedingt besser. Und man kann Schlafstörungen grob eben in 2 Gruppen einteilen. Quantitativ heißt, ich habe zu wenig Stunden. Dann ist es ungefähr so, als hätte ich mein Smartphone nachts nicht lang genug am Ladegerät gehabt. Dann weiß ich, warum ich nur 50% Akku habe. Genauso häufig sind aber qualitative Schlafstörungen, wie zum Beispiel die Schlafapnoe oder unruhige Beine. Da schlafen die Leute stundenmäßig genug, sind aber trotzdem am nächsten Tag immer im Eimer. Und das ist ungefähr vergleichbar, als hätte ich das Ladekabel kaputt. Und das ist so 50-50. Nun, und eine der häufigsten Folgen gestörten Schlafs ist, dass die Leute schon morgens mit einem erhöhten Blutdruck aus der Nacht kommen. Das Herz will nämlich nachts einen Gang runterschalten. Das darf ja nicht ganz aufhören zu schlagen, dann wären wir tot. Aber normalerweise geht der Blutdruck 10 bis 20 Millimeter auf jeder Seite runter und auch der Puls geht normalerweise runter, damit das Herz sich erholt. Wenn ich jetzt aber irgendeine Form von Nachtstress habe, sei es psychisch, sei es Lärm, sei es, dass ich schnarche, dann wird jedes Mal ein bisschen Adrenalin in die Blutbahn ausgeschüttet, wie so eine Alarmreaktion, und dann kann der Blutdruck nicht sinken und dann komme ich morgen schon mit erhöhten Werten aus der Nacht. Und die Folge davon ist, dass es tausende Menschen immer noch gibt, die mit sozusagen unentdeckten Schlafstörungen durch die Welt laufen. Und hier wäre eine sehr einfache Screening-Maßnahme für den Hausarzt, dass er eine 24-Stunden-Blutdruckmessung macht. Wenn wir sehen, dass nachts der Blutdruck nicht wenigstens ein bisschen runtergeht, sondern erhöht bleibt, wir nennen das Non-Dipping, also der geht nicht runter, dann ist in 80% der Fälle ist was mit dem Schlaf. Das heißt, man könnte hier eine einfache Screening machen, oho, und dann quasi zur Schlafdiagnostik weiterleiten, weil dann ist meistens was. Und on the long run ist eben nächtlicher Stress, schädigt auch die Herz-Kranz-Gefäße, weil über bestimmte Entzündungsstoffe, da zeige ich gleich noch Bilder, gerade das Herz leidet. Herzrhythmusstörungen sind häufiger, Herz-Kranz-Gefäßerkrankungen und gerade Vorhofflimmern auch ist häufig. Häufig ist eben Monotonieintoleranz, Tagesmüdigkeit eine Folge. Sie sehen hier 4 junge Mädchen, die einen spannenden Film gucken und die können sich nicht wach halten, einfach weil die so müde sind. Wir wissen, dass die Unfallgefahr steigt durch Schlafstörungen. Wir wissen aber auch, dass Schlafstörungen das Übergewicht fördern. Ja, wir wissen, dass ungefähr, wenn ich eine Stunde chronisch zu wenig Schlaf habe, ist das, als würde ich 300 Kalorien am Tag mehr zu nehmen. Der Hunger nach Kohlenhydraten nimmt zu.
Und ich habe einfach auch eine Stunde mehr Zeit zu essen. Insbesondere bei Frauen schlagen Schlafstörungen auf die Stimmung durch. Hier gibt es Gender-Aspekte. Männer neigen eher zu erhöhtem Blutdruck, Übergewicht und Tagesmüdigkeit, während Frauen eher zu Burnout, Durchschlafstörungen, da geht es eher auf die Psyche. Und Frauen werden häufig nicht richtig diagnostiziert. Da sagt man schnell, naja, du hast so viel Stress, das sind die Hormone. Aber und Frauen verraten sich auch nicht so schnell durch lautes Schnarchen wie wir Männchen. Deswegen muss man auf die Frauen hier auch nochmal besonders achten. Wenn jemand lange Zeit nicht schläft und keine Luft kriegt, gibt es kognitive Einbußen. Ja, das ist dann häufig, wird das mit einer Demenz verwechselt. Und wir können Schlaf heute sehr elegant messen. Die Königsdisziplin, der Goldstandard ist die sogenannte Polysomnographie. Das ist das, was im Schlaflabor passiert oder was wir hier in der Praxis mobil anbieten, ist, dass die Leute in die Praxis abends kommen, werden dann verkabelt lustig und gehen auch so lustig verkabelt nach Hause. Aber der Vorteil dieser Messung ist, dass wir aus einer einzigen Nacht sehr viele Biosignale gleichzeitig ableiten können. Wir können die Gehirnwellen sehen, wir können sehen, ob jemand träumt, leider nicht was, aber wir sehen, wie die Atmung ist, das nächtliche EKG, der Blutdruck. Und mit diesen Messungen können wir den Schlaf, sagen wir mal, sehr schön analysieren. Es gibt auch etwas kleinere Geräte, das sind sogenannte Screener, die sind in vielen niedergelassenen Praxen als Vorcheck zu der großen Messung gibt es die, das nennt sich dann Polygraphie. Und es gibt auch sogenannte Mini-Screener, die günstig sind, wo man wenigstens schon mal auf kleiner Flamme an der Basis auch für den Hausarzt Schlafstörungen abchecken kann. Nun gehen wir eben auf die schlafbezogenen Atmungsstörungen ein, die sehr häufig sind. Schnarchen ist ja ein Kavaliersdelikt eigentlich immer noch teilweise, aber das geht halt schnell, dass das Schnarchen dann doch die Schlafqualität stört. Und früher hat der Hals, Nase und Ohren erstmal die Nase frei geschnitten. Da hat man aber gemerkt, das ändert am Schnarchen nicht so viel, weil die Hauptübelstelle ist der Rachen und der dicke Muskel unter der Zunge, den wir haben, der fällt uns oft so weit in den Rachen und macht nachts im Schlaf den Atemweg eng. Das liegt einfach daran, dass wir älter werden, als der liebe Gott uns geplant hatte. So bis Anfang 30 ist es auch nachts noch offen, aber irgendwann dann wird das schon mal eng, gerade im Rückenlage, und dann entsteht eben Schnarchen und Schlafapnoe. Und wo man das dran erkennen kann, also es gibt so, wenn Sie mich angucken, ich bin leider jetzt auch eben eher ein lebensbejahender Bautyp, wenn man so Übergewicht hat, dicken Hals und man hat schon bestimmte metabolische Erkrankungen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch eine Schlaf, die ist fast 100%. Also wenn Sie drei von diesen Faktoren hier haben, zuckerkrank, koronare Herzkrankheit und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch der Schlaf gestört ist, sehr, sehr hoch. Deswegen wären eigentlich Kardiologen, sie wären die Besten, um zu schauen, was ist hier los. Und wir haben halt inzwischen eine ganze Reihe an Folgeerkrankungen, die, wenn ich jahrelang sowas habe, dass wir dann eben Probleme kriegen. Ja. Und hier können Sie jetzt mal einen 30-Sekunden-Ausschnitt aus so einer Polysomnographie sehen. Und irgendwie sieht es relativ harmonisch aus, selbst wenn man nicht weiß, was es ist. Ja, die beiden schwarzen Linien da oben, das sind Gehirnwellen, also zwei EEG-Kanäle. Das ist jetzt Tiefschlaf. Man sieht schöne, langwellige Amplituden. Darunter sieht man ein ruhiges EKG. Man sieht dann unten in der Mitte sehr schön harmonisch die Ein- und Ausatmung. Und was ganz spannend ist, dass im ruhigen, gesunden Schlaf sich unsere Körperrhythmen einschwingen wie in der Musik. Wenn man nämlich jetzt zum Beispiel die Zacke vom EKG von dieser roten Linie nach oben verlängern würde, dann würde man fast immer in so einem Spike vom EEG landen. Das ist ganz spannend. Das sind Kopplungen, rhythmische Kopplungen, die sozusagen im Körper, wo bestimmte Organrhythmen aufeinander eingeschwungen werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Herz nehme, also wenn ich jetzt einen Herzschlag von 60 habe, dann ist das ja 1 pro Sekunde. Und diese Tiefschlafhirnwellen sind auch häufig zwischen 0,4 und 1,5 Hertz. Das heißt, irgendwie gibt es so eine Art Herz-Hirn-Kopplung im Tiefschlaf. Ja? Das ist nicht immer ganz genau, aber irgendwie ist das ganz cool. Wir wissen zum Beispiel auch, dass sich Atmung und Puls häufig 1:4 verhalten, wenn der Schlaf ruhig ist. Ein Atemzug für Herzschlag, ein Atemzug für Herzschlag. Ja? So ganz grob. Und wenn der Schlaf gestört ist, dann kommt diese Rhythmik durcheinander. Da gibt es sehr spannende Forschung, die hat damals Gunther Hildebrand hieß der war an der Uni Marburg, ist ein Rhythmusforscher gewesen. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die bis heute noch nicht so richtig elaboriert sind, wo wir noch sehr viel Spannendes für die Salutogenese aus dem Schlaf
rausfischen können, muss man sagen. Und hier sehen Sie mal, wie gestörter Schlaf aussieht. Also hier war jetzt eben alles noch gut. Und hier sehen Sie mal, das ist jetzt Patienten, der schnarcht und sie haben viel laute Geräusche. Sie sehen unten auf der roten Linie weniger Luftfluss. Dann gibt es so kleine Stromstöße. Sie sehen, dass das da so richtig eingesprenkelt ist. Dann steigt der Puls. Und so können wir oft sehr schön den Schlaf in seiner Mikroarchitektur beobachten und sehen eben auch diese Störung. Wenn man jetzt nochmal auf das Herz eingeht oder auch auf andere Organsysteme, dann haben wir heute ganz gutes Wissen, wie das zusammenhängt, Schlafstörungen, dass eben zum Beispiel, wenn ich jetzt schlecht atme, dann geht der Sauerstoff im Blut runter, dann wird eine Alarmreaktion im Körper ausgelöst, es werden Entzündungsstoffe in die Blutbahn freigesetzt, die dann wieder die Blutgefäße anknuspern, sozusagen. Ja, ich habe eine ständige sympathische Überaktivierung, das heißt, der Körper kommt nicht runter. Ich habe eine massive Produktion freier Radikale, die dann die Gefäße steif machen, verschmutzen und dadurch sozusagen einen direkten pathophysiologischen Zusammenhang zwischen Schlafstörungen und Herzkrankheiten sozusagen erklären. Ja? Und was inzwischen ist, dass die Kardiologen jetzt anfangen, auch sich mehr für den Schlaf zu interessieren. Es gibt ein eigenes Curriculum, eine eigene Leitlinie, weil die Kardiologen einfach oder die Herzärzte, die meisten Patienten haben auch eine Schlafstörung. Ja? Nur der Kardiologe interessiert sich noch nicht so richtig. Wir müssen den noch so ein bisschen motivieren. Ja? Und hier können Sie mal sehen, so sieht es aus, wenn einer eine richtige Schlafapnoe hat. Dann sehen Sie, das blau unterlegte sind richtig lange Pausen von 20 Sekunden. Dann macht er wieder ein paar Atemzüge in Rot mit lautem Schnarchen. Und so geht das die ganze Nacht. Und dann geht der Sauerstoff unten. Sie sehen diese rot unterlegten Sättigungen wie eine Achterbahn hoch und runter. Der Pulsschwank, da muss man nicht für studieren, dass man sieht, wow, da ist aber Stress. Ja, und wenn wir den Leuten dann solche Masken oder Schienen verpassen, dann hier sehen Sie solche Schnarcherschienen, die wir heute anfertigen, die halten den Unterkiefer nach vorne nachts. Das ist sehr effizient bei nicht ganz so schweren Apnoen. Oder eben wir haben als Standard immer noch unsere CPAP-Geräte, die Umgebungsluft anziehen, die mit einem leichten Überdruck wie eine Luftschiene in den Rachen schieben, damit der Rachen auf dem Luftpolster reitet, nicht zusammenfällt. Das ist sehr effizient, sind heute klein und leise. Und dann wird aus so einer Schlafapnoe auf einmal eine total harmonische Atmung wieder. Der Sauerstoff ist in Ordnung, Leute sind nicht mehr so müde, der Blutdruck sinkt. Das heißt, wir haben da immer noch ganz gute Erfolge. Ne? Was wir im Moment testen, ist, ob wir auch mit intermittierender Hypoxieatmung, es gibt ja diese IHHT als Technik, ob wir den Leuten helfen können, die diese Schlafapnoe haben. Ich bin noch nicht so ganz schlau, aber wir arbeiten, also wir forschen nicht daran, aber viele Leute vertragen keine Masken. Wir schauen halt, ob wir mit so einem Hypoxietraining die Leute auch verbessert bekommen. Und ganz kurz noch in die nächste große Gruppe, die Ein- und Durchschlafstörung, auch ein Riesenthema in Deutschland. Je nach Studie zwischen 10% und 30% der Deutschen können schlecht schlafen. Wir haben ungefähr 10%, die chronisch schlecht schlafen, über 6 Monate hin, die brauchen richtig Hilfe. Und 30% haben es mal so und mal so. Und das Problem bei diesen Ein- und Durchschlafstörungen ist, man kann den Schlaf nicht mit seinem Willen erzwingen. Er entzieht sich. Wenn ich Druck drauf mache, wird dann noch schlimmer. Deswegen haben wir häufig einen hohen subjektiven Leidensdruck bei den Schlafgestörten. Und meine Philosophie ist immer, man muss den Schlaf so ein bisschen aus verschiedenen Ecken, man muss es ihm nett machen, so wie beim Italiener. Ja, schöne Atmosphäre, noch ein Espresso und so weiter, damit der wiederkommt. Ja, es gab mal so ein schönes Bild, wenn du den Schlaf, du darfst ihn nicht so packen wie ein Vogel, dann flattert er weg, du musst ihm ein schönes Nest machen. Ja, sodass man irgendwie schaut, das Schlafzimmer vielleicht ein bisschen netter machen, eine Stunde vor Heiabett, keine anstrengenden Tätigkeiten mehr, ein bisschen runterkommen. Und ansonsten gibt es viele inzwischen frei verkäufliche Substanzen, die man ruhig mal 4 bis 6 Wochen ausprobieren kann. Die klassischen Schlafpflanzen aus der Heilkunde wie Melisse, Hopfen, Passionsblume, Lavendel, gerne als Kombipräparate. Melatonin ist inzwischen rezeptfrei bis 1 Milligramm. Das boomt total. Ein Produkt nach dem anderen wird in den Markt geworfen. Ist ganz nett, kann man mal probieren. Melatonin ist relativ harmlos, macht man nichts mit kaputt, hat auch antientzündliche Wirkungen. Aber alles, was nicht nach 4 bis 6 Wochen weg ist, das sollte dann doch zum Arzt, damit man einfach schaut, dass sich das nicht festsetzt. Es gibt eine Menge chemische Schlafmittel, mit denen wir spielen, wo man aber auch immer gucken muss. Viele Leute wollen gar keine Medikamente. Es gibt Gewöhnungen. Also das ist nach wie vor nicht so leicht zu behandeln. Deswegen sind wir immer dankbar, wenn es auch aus anderen Ecken Ansätze gibt, den Schlaf zu verbessern. Dann gibt es noch in der Forschung somit, also wir wissen, dass Entspannungsverfahren oder kognitive Training was bringt, Hypnose.
Aber das sind alles Sachen, die sozusagen in die Hand des kundigen Therapeuten gehören. Und alles, was uns abends runterbringt, kann dabei helfen. Sport, Sauna, nur nicht zu spät, dass ich nicht so überhitzt bin. Ich muss so ein bisschen Unterkühlphase haben. Und jetzt danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, also, da schließe ich mich an. Dankbarkeit für diese tolle Übersicht und dieses komprimierte Wissen, was da ist. Wenn ich gleich eine Frage stellen darf. Ja. Irgendwer hat mir mal erzählt, dass der Schlafraum kühler sein sollte. Ja, das stimmt. Also wir sagen so 16 bis 22 Grad. Also und zwar hat das was damit zu tun, dass das Einschlafen tatsächlich im Gehirn nur dann gut funktioniert, wenn die Körperkerntemperatur langsam runterfährt. Bis zur Nachtmitte hin geht bei Ihnen, mir sozusagen die Körperkerntemperatur 0,5 bis 1,5 Grad runter. In der Nachtmitte sind wir am kühlsten. Und wenn es jetzt zu heiß ist, das kennen wir ja aus den heißen Sommernächten, dann kann ich nicht mehr gut einschlafen. Okay, vielen Dank für diese Erklärung. Konkrete Frage noch, wenn ich der Meinung bin, dass ich also irgendwas mit meinem Schlaf doch nicht in Ordnung ist, sei es, dass ich tagsüber anfange, Nickerchen zu machen, wie mir das jetzt langsam so auch passiert, oder dass ich in der Leistungsfähigkeit nachlasse. Was wäre denn aus Ihrer Sicht der erste Schritt, den man tun sollte, um da weiterzukommen, wenn ich den Verdacht habe? Ich muss noch mal kurz nachfragen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel immer so müde sind, ne, und Sie sind nicht erholt, müssen Nickerchen machen. Also tatsächlich, wenn man dann so danach schaut und so merkt, ich habe aber genug Stunden und irgendwie, und wenn das dann länger geht, dann wäre so der erste Schritt, dass man doch vielleicht beim Hausarzt mal fragt, hast du eine Möglichkeit, wie ich meinen Schlaf mal irgendwie messen kann? Oder man kauft sich wirklich mal so ein günstiges Ding, dass man mal einmal guckt, wenigstens grob, wie ist die Schlafqualität in Ordnung? Kriege ich Luft? Oder man fragt den Partner, ja? Weil so ab und zu müde sein ist okay, aber wenn man immer total kaputt ist, dann stimmt was nicht. Ja, okay. Trauen Sie denn, jetzt ist eine etwas skeptische Frage, trauen Sie denn dem Hausarzt, dem üblichen Hausarzt zu, dass er seinem Patienten etwas in die Hand gibt? Nee, aber der ist derjenige, der den Patienten dann überweist, in der Regel zum Lungenfacharzt oder HNO. Der hat dann meistens zumindest mal so einen Screener. So ist im Moment der offizielle Ablauf, zumindest im Kassenbereich, muss man erst zum Facharzt überwiesen werden. Das meist der Lungenarzt HNO. Der macht ein Vorscreening. Wenn dann was ist, lande ich im Schlaflabor. Problem und Horror ist, dass ein Jahr Wartezeit. Wir sind jetzt gerade dran, zusammen mit einer großen Firma, dass wir ein bundesweites Dienstleistungsmodell etablieren, wo man über ein Videogespräch, so wie wir beide 10 Minuten, dann kriegen Sie ein Gerät nach Hause geschickt mit einem Rücksendekarton, können sich das selber anlegen, schicken es zurück, wir machen eine Videoauswertung und können Ihnen dann alles sagen. Super. Den Technikfreaks würden Sie aber durchaus empfehlen, sich mit so einem Messgerät zu versehen, was man so allgemein kaufen kann, wo dann die Schlafphasen doch einigermaßen aufgezeigt werden. Schon. Jetzt ist es dummerweise so, dass die Freiverkäuflichen, die ich jetzt in der Watch habe, eben nicht so gut sind. Die werden aber besser. Und ansonsten kann man eben mal beim Lungenarzt oder so einen Termin für so. Ich würde mich schon vermessen lassen, irgendwann, wenn es über Wochen oder Monate diese Müdigkeit oder ich immer wieder nachts wach werde, dann sollte ich es einmal wirklich technisch checken lassen. Weil die subjektive Einschätzung des Schlafs weicht häufig völlig oder oftmals von der objektiven Qualität ab, in beide Richtungen. Während die mit den Atemaussetzern häufig sagen, ich kann doch gut schlafen, ich schlafe doch überall, der kriegt überhaupt keine Luft, während der nervlich Schlafgestörte völlig durchdreht und behauptet, er macht kein Auge zu und wenn wir den messen, geht. Okay. Noch eine Frage zum Nachweis. Wir haben seit einiger Zeit auf unserer Webseite einen Fragenkatalog zum Lebensstil insgesamt. Und da fragen wir natürlich auch so ein bisschen nach Schlaf. Aber gäbe es eine Möglichkeit, einen weiteren Katalog aufzumachen, der mit einem Fragenspektrum das Risiko auch mehr finden kann? Ja, definitiv. Können wir zusammen machen. Brauchen wir, ich sag mal, vielleicht 10, 12 Fragen und dann kriegen wir eine relativ hohe Vortestwahrscheinlichkeit. Ist es nervlich, ist es körperlich, ist es schlimm, ist es nicht schlimm? Können wir zusammen machen. Super, das finde ich toll, denn dann können wir denen, die angeben in dieser Übersicht, dass sie da ein Problem haben, sagen, nimm den nächsten Fragebogen und fixier es. Ja, das können wir machen. Da können wir eine relativ hohe Treffergenauigkeit erzeugen. Ja. Dann bleibt mir nur noch mal ganz herzlich Dankeschön für dieses tolle Interview zu sagen. Und sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben und da was machen.
Das machen wir ja, schon. Super. Dann ist das nochmal eine tolle Botschaft obendrauf. Okay. Vielen Dank, Herr Professor Spitz. Das war sehr nett mit Ihnen. Gerne, gerne und mit Sicherheit wieder.